hart. Aber das Ziel ist eigentlich der Sustenpass. Wobei jetzt hat es ziemlich üben Stau hier in diesem Tunnel. Womöglich ein Unfall. Der Aufstieg zum Sustenpass, rund 2220 Meter hoch. Dieses sind die neue 360 Kamera. Ja, genau. Fantastisch. Ja, das ist sehr gut. Ja. Das bedeutet, ist es wirklich? Ja, braucht nur Aufnahme zu drücken und es nimmt auf. Und später am Computer, am PC kann man dann entscheiden, wo man. Wirklich? Ja, ja. Wow. Ja, das ist wirklich ideal. Okay. Hey, okay. Gute Fahrer ja, und danke. Hey, gleichfalls. Okay, tschüss. Eine Pause. Aussicht genießen. Unfassbare Aussicht, Wahnsinn.
hier ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Den möchte ich euch unbedingt noch zeigen. So, wir haben es geschafft. Eine wunderbare Tour in die Schweizer Alpen auf den Sustenpass. Etwa 250 Kilometer, 4, 5, 6 Stunden. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mitgekommen seid. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte zweimal Daumen nach unten. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch einen schönen Sonnenuntergang. Ja, das muss sein. Und somit sage ich Tschüss.